Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video, zum neuen Q-Video. In diesem Video habe ich euch einmal die verschiedenen Schritte, die wir jetzt durchlaufen sind zum Thema Reiten zusammengefasst und werde am Ende auch nochmal ein bisschen jetzt was zu der weiterführenden Arbeit sagen. Das ist tatsächlich jetzt, was ihr seht, der aktuelle Stand. Also öfters hat bisher noch keiner drauf gesessen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich euch irgendwas vorenthalte oder so. Und ihr werdet auch sehen, ich werde euch unten immer noch zusätzlich einblenden, wie lang denn immer jeweils da überhaupt einer drauf gesessen hat. Damit ihr einfach ein Gefühl bekommt, wie viel wir jetzt wirklich mit ihm gearbeitet haben. Ich werde am Anfang vielleicht nochmal gucken, dass ich immer noch mal ein bisschen was dazu kommentiere und sage jetzt einfach schon mal an der Stelle viel Spaß mit dem Video. Ja, nach dem ersten Drüberlehnen und dem ersten Aufsitzen, falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich euch am Ende dieses Videos nochmal verlinken, haben wir daran so ein bisschen natürlich angeknüpft und haben erstmal weiter fortgefahren mit dem im Schritt anführen, im Schritt führen, mehr als eine halbe Zirkelrunde, wie wir es beim ersten Mal gemacht haben. Kim hat sich dann immer so ein bisschen mehr in die Mitte des Longierzirkels zurückgezogen, um Q so ein bisschen mehr mal alleine zu lassen. Das hat er erstmal natürlich war es ihm etwas suspekt, aber durch das Longieren wusste er ja dann doch so ein bisschen, was man von ihm wollte. Ja, und dann passierte eigentlich was ganz Lustiges. Also es war für den Tag eigentlich wirklich nur geplant, dass wir das im Schritt ein paar Runden probieren. Und dann passiert da eben genau das jetzt. Q hat sich nämlich gedacht, ach, Schritt ist langweilig, ich trapp mal. Das seht ihr auch gleich, dass dadurch, dass ich mit dieser Kamera nicht sofort mitgekommen bin, war, weil wir alle etwas überrascht darüber waren. Aber wir haben natürlich das Angebot so ein bisschen dankend angenommen und haben einfach gedacht, okay, dann nehmen wir das halt mal mit, wenn er das gerade so anbietet und so möchte. Und er hat das wirklich so super gemacht. Also wie, als ob eben halt schon ein paar Mal einer drauf gesessen hätte und ein paar Mal einer schon leicht getrabt wäre. Also ich glaube, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Ich war so verdammt stolz auf dieses Pferd, das könnt ihr gar nicht glauben. Das zweite Mal reiten. Gleiches Prinzip eigentlich erstmal wie beim ersten Mal. Das heißt, erstmal wieder ein bisschen Schritt führen, sich dann wieder ein bisschen zurückziehen auf die Zirkelmitte im Prinzip. Das klappt ja jetzt auch schon gleich ein bisschen besser als beim ersten Mal, wo er auch noch sehr die Nähe zu der Führposition gesucht hat. Ihr seht jetzt auch, dass Fokus schon ein bisschen mehr Zügelverbindung hat als beim ersten Mal. Da muss er sich natürlich ja auch dran gewöhnen. Und auch da am zweiten Mal hat er das wirklich wieder so fein gemacht, auch mit dem Traben. Klar, man sieht jetzt halt einfach noch, also er ist halt noch sehr unbeständig mit dem Kopf und so. Also er ist noch sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Aber er ist das wirklich so brav und anstandslos einfach gemacht. Das ist einfach, immer noch unglaublich für mich, wie der sich da so toll von Anfang an angeboten hat. Beim dritten Mal, werdet ihr jetzt gleich sehen, sind wir schon ohne Begrenzung in der Halle unterwegs und auch mal auf dem Mittelzirkel, also
natürlich etwas schwieriger für ihn. Das sieht man auch natürlich gleich, dass er gleich so ein bisschen unbeständiger ist, ohne die äußere Anlehnung, die er hatte. Und daher haben auch die Jungs eigentlich, da er sich ja wirklich so toll angeboten hat, relativ schnell entschieden, dass wir an diesem Tag einen, etwas besonderen Versuch wagen. Denn da sich Pferde bekanntlich auf der Geraden viel besser ausbalancieren können als auf dem Zirkel, haben wir ihn von der Longe losgemacht. Dadurch, dass ich einfach selber auch so ein bisschen Hilfestellung hier noch in der Halle gegeben habe, sind die Bilder natürlich jetzt für euch nicht optimal, weil ich halt eben nicht gleichzeitig mich auf das Pferd konzentrieren konnte und filmen konnte. Daher haben wir hier quasi einfach mal die Kamera auf die Bande gestellt, damit ihr trotzdem mal so einen kleinen Einblick natürlich dafür auch bekommt, also in diese Einheit. Wir haben ihn halt einfach von unten nochmal so ein bisschen unterstützt, weil ich meine, natürlich erkennt ja diese vorwärts treibende Hilfe noch nicht. Er weiß nicht, dass er auf dem Bein nach vorne reagieren soll. Deshalb stehen wir einfach als Unterstützung mit in der Halle dabei. Aber er hat auch hier wieder wirklich, ich meine, ihr seht es ja wirklich, echt super toll mitgemacht und relativ schnell verstanden, was man von ihm möchte. Und auch das erste Mal rechtsrum war für ihn immer noch etwas schwieriger als linksrum, aber doch gar nicht so das große Problem. Beim vierten Mal reiten, eigentlich haben wir da genau das gleiche Prinzip gemacht. Meine zwei besten Jungs hier, man muss sie ja wirklich mal loben, die machen so eine tolle Arbeit. Das ist so unglaublich, was die, ja auch wie liebevoll sie mir wirklich mit diesem Pferd umgehen und wie vorsichtig und alles. Also es macht mir halt einfach auch super, super viel Spaß natürlich zuzusehen. Also einfach lerne ich auch sehr viel selbst dadurch und halt einfach zu sehen, wie der Kleine sich entwickelt und auch immer vorher die Spannung, wie wird's heute sein und ja, schon cool. Ja, also heute da genau das gleiche Prinzip, das heißt erstmal wieder an der Longe etwas. Ihr habt jetzt gesehen, er ist jetzt gerade so ein bisschen angezackelt, weil er doch immer noch meint, wenn man die Peitsche dann nimmt, dass es gleich losgeht, deshalb nochmal durchpariert zum Schritt. Und er fühlte sich heute, also an diesem Video, wirklich auch schon ein bisschen deutlich wohler wieder, so ein bisschen ohne diese Begrenzung. Und auch an diesem Tag haben wir den Kleinen dann von der Longe abgemacht und da konnte ich jetzt auch ein bisschen besser filmen und ich meine, guckt euch das an. Ist der nicht wirklich toll? Also dieses Pferd macht so viel Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wirklich so schön, das mitzuerleben und zu sehen und einfach jeden kleinen Fortschritt irgendwo wahrzunehmen auch. Und ich meine, wenn man das jetzt auch wieder schon vergleicht, ich meine, der läuft, der nimmt gleich einfach viel mehr schon wieder an und ja, mit der Anlehnung, wie gesagt, ne, also er gewöhnt sich ja auch wirklich daran, also an der Longe klappt das wirklich schon sehr gut, weil ich ihn jetzt auch longiere und so, also der hat das Gebiss voll und ganz akzeptiert, damit hat er überhaupt keine Probleme, der zieht auch an der Longe nicht mehr irgendwie, ja, gegen, also am Gebissring oder sowas nach außen oder sowas macht er gar nicht, also er ist wirklich super leicht eigentlich in der Verbindung, auch beim Longieren. Das sechste Mal reiten. Ihr seht jetzt, das fünfte Mal fehlt. Das liegt einfach daran, dass ich an dem Tag alleine war mit dem Christian zusammen und eben halt nicht filmen konnte, sondern eben von unten helfen musste. Und jetzt seht ihr auch eben, dass wir an diesem Tag auch einmal einen anderen Reiter ausprobiert haben. Es war auch sehr spannend für mich zu sehen, was halt Q sagt zu einem anderen Reiter obendrauf. Aber das hat ihn eigentlich überhaupt nicht gestört. Und bevor ihr euch jetzt Kommentare irgendwie noch macht wegen den Gamaschen, das hatte war eine kleine Wette. Und Christian hatte mich geärgert und ich habe gesagt, wenn er mich nochmal ärgert, dann packe ich die pinken Lackgamaschen drauf. Ja, und dann musste er mit den pinken Lackgamaschen reiten. Also ich meine, ihr seht jetzt natürlich auch, klar, der Christian erkennt ihn jetzt auch halt nicht, ne? Er hat ihn kennengelernt, aber deshalb war er am Anfang natürlich so ein bisschen auch auf der Hut und wie benimmt er sich und alles und ja, und jetzt habt ihr gerade das erste Mal den Galopp unterm Reiter gesehen, das erste Angaloppieren. Also es ist wirklich
festgehalten, das allererste Mal, dass dieses Pferd in dem Moment unterm Reiter galoppiert. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich war so, er galoppiert. War das Absicht? Ja, es war wohl Absicht. Man muss mir ja auch nicht immer alles vorher sagen. Ich bin ja eh immer aufgeregt genug. Und auch so selbstverständlich halt einfach, ne? Also. Und das Ganze geht natürlich nicht nur auch links rum. Deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen mit der Kamera gewandert. Weil, ja, jetzt ein Handwechsel erfolgt. Und dann muss das natürlich auch auf der rechten Hand nochmal probiert werden. Ja, man merkt auch so ein bisschen, er findet sich auch langsam so mit diesem Thema Bein ein bisschen ab. Also er versteht so langsam, was es bedeutet, wenn man mit dem Bein kommt, aber so richtig verstanden hat er es noch nicht. Deshalb auch hier einfach immer die Hilfe ein bisschen von unten dabei, dass es einfach noch leichter für ihn ist. Also ihr seht, man ist ja nicht aktiv wirklich irgendwie, dass man da hinterher rennt oder so, sondern man hilft ihm einfach nur, dass man auch manchmal nur so ein bisschen mitläuft, dass er einfach weiß, was man so ein bisschen von ihm möchte und dass er einfach diese Vorwärtstendenz behält. Ja, und da sind wir auch schon beim Rechtsrum angaloppieren. Natürlich noch ein bisschen deutlich schwankender als linksrum. Aber ich finde es fürs erste Mal, ja. Also, der macht das einfach super. Also, ich bin einfach unglaublich, unfassbar stolz auf dieses Pferd. Nun seid also auch ihr auf dem aktuellsten Stand, was momentan das Reiten von dem Kleinen angeht. Und ihr habt mal einen Einblick bekommen, wie wir das jetzt alles so ein bisschen angegangen haben. Natürlich alles ein bisschen gekürzt, weil sonst einfach das Video zu lang geworden wäre. Und es ist ja auch nichts Spannendes passiert. Also so die Hauptmerkmale habe ich euch ja gezeigt. Ja, also ihr seht, es ist wirklich so, dass bisher 6-mal einer drauf gesessen hat. Und wir haben nämlich momentan eine kleine Pause. Das fing eigentlich damit an, der ein oder andere hat es auf Instagram verfolgt, dass der Q sich an der Gurtlage ja eine offene Stelle hatte, weshalb wir auch erstmal keinen Gurt benutzen konnten. Da haben wir uns dann schon mal eine Pause gegönnt. Und er lief dann auch nicht hundertprozentig sauber. Wir haben das so ein bisschen halt eben auch mit der Gurtlage, weil das war halt wirklich schon so ein bisschen grintig und so. Und das war ihm auch nicht angenehm, quasi das Vorderbein vorzuziehen. Und dann war so ein bisschen ouchy und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, also wir machen jetzt wirklich komplett Pause. Und dann habe ich ihn angefangen, wieder eine Woche später quasi wieder so ein bisschen erstmal nur mal ein, zweimal mit Trense zu longieren und hat er, nachdem der Tierarzt das Go gegeben hat, dann halt auch mit Gurt wieder zu longieren. Und dann war er aber halt einfach immer noch nicht so hundertprozentig, dass er mir halt gefallen hat vom Laufen her. Und dann haben wir nochmal einen Tierarzt drauf gucken lassen und dann war es auch so, dass eben hinten rechts er einfach nicht hundertprozentig in Ordnung war. Und da auch, ja, ich will jetzt nicht sagen deutlich lahm ging, aber definitiv auffällig nicht klar lief auf dem Bein. Wir sind dann 5 Tage lang Schritt gegangen und dann hat auch einen Entzündungshemmer bekommen. Und dann haben wir es jetzt nochmal überprüft und er läuft zwar schon deutlich besser, aber eben halt immer noch nicht optimal. Und er hatte jetzt heute Morgen auch eine Physiobehandlung und er war im Lendenwirbelbereich, merkt man, also hat er sich irgendwie gezerrt, so wie wir es eigentlich auch schon mal vermutet haben. Man könnte jetzt halt nochmal auf die Suche gehen und nochmal explizit mehr das Pferd auf den Kopf stellen, ob vielleicht doch noch irgendwo was anderes im Argen ist. Ich habe jetzt einfach für mich entschlossen, da ich tatsächlich ab nächste Woche mal eine Woche im Urlaub bin, dass er jetzt einfach die Zeit bekommt, dass er frei bekommt. Das heißt, er geht jetzt wirklich nur noch auf die Wiese und auf den Paddock nachmittags zusätzlich. Und er macht einfach nur gar nichts, sondern er entspannt einfach hoffentlich. Und entweder er regeneriert sich von selbst, was ich natürlich sehr hoffe. Und ansonsten, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, schauen wir uns einfach mal an, wie er läuft. Und dann entscheiden wir weiter, ob wir anfangen, irgendwie nochmal ihn auf den Kopf zu stellen. Und im besten Fall hat er sich selbst regeneriert und
wir können dann wieder anfangen, ihn aufzubauen und mit dem Training weiter fortzufahren. Ihr seht ihn jetzt leider nicht ganz, er steht so halb dahinter hinter dem Pfosten. Ich habe ihn jetzt heute das erste Mal wieder auf dem Paddock draußen, weil er halt einfach in diesen 5 Tagen wirklich nur 10 Minuten Schritt gehen durfte. Weil wir halt eben nicht ausschließen konnten, dass vielleicht doch irgendwo etwas mehr kaputt war. Aber ich muss echt sagen, dieses Pferd ist so krass anständig. Das war so faszinierend. Also der hat sich so gut damit arrangiert. Also klar, der wurde ein bisschen frech, der wurde so ein bisschen knapsig halt am Maul vorne und so. Aber der war jetzt nicht irgendwie in einer Situation, wo ich sage, ich konnte ihn nicht handeln oder sonstiges. Also er war wirklich super brav und anständig. Und ja, genau, jetzt habe ich heute mit dem Paddock angefangen. Morgen werden wir nochmal Paddock und führen und dann geht es auch wieder auf die Wiese raus. Ich wollte jetzt halt nur nicht am Essentag gleich rausschmeißen, weil er halt doch eigentlich ein bisschen mehr Ruhe halten soll. Aber wie man auch so ein bisschen sieht, er ist wirklich auch, glaube ich, froh, wieder draußen zu sein und wirklich entspannt. Genau, und dann werden wir hoffentlich in 1,5, 2 Wochen das Reiten wieder starten können. Und dann werdet ihr natürlich wieder auf dem Laufenden gehalten. Zwischendrin gibt es trotzdem mal ein paar Updates-Videos jetzt so. Ich werde ein bisschen aus unserem Alltag nochmal euch erzählen und sowas. Aber mit dem Video ist jetzt erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!